Der westlichste Ortsteil von Reichenbach ist Zoblitz an den Hängen des Rosenhainer Berges. Das typische Bauerndorf ist von der Siedlungsform ein Runddorf und wurde 1345 erstmals auf einer amtlichen Urkunde erwähnt. Das Ortsbild des landschaftlich reizvoll gelegenen Ortes prägen heute viele neue und modernisierte Eigenheime. Im Ortsmittelpunkt wird durch den umfangreichen Ausbau eines ehemaligen Gutshauses ein neues Kultur- und Begegnungszentrum für die Dorfbewohner und Gäste von Zoblitz errichtet, um damit dem kulturellen Dorfleben neue Impulse verleihen zu können.